Kommst du jetzt von unten oder? Was ist denn mit dir kaputt? Was ist mit dir passiert? Kann ich dir helfen? Ja, die ist auf den Boden geklatscht. Ich glaube, sie ist vom Geländer gefallen und hat sich das Kreuz gebrochen. Also, jeder Geist hier in diesem Spiel hat eine Geschichte. Wie er auch ums Leben kam. Ich glaube, die hatte nicht ganz so einen tollen Tod. Klatsch, bumm, ouch, das hat wehgetan. Also, die macht mir noch nicht mal Angst. Ich finde die recht lustig. Guck mal, die kann sich nicht bewegen. Okay. Es ist nicht lustig, sich über kaputte Menschen zu amüsieren. Oh, sie ist woanders runtergefallen. Hallo? Hallo, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo? Hallo? Oh Gott! Wo ist sie denn? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht! Die ist doch vorhin vor mir aufgeklatscht! Die ist sie kaputt! Ich glaube, ja! Alter, wo ist sie? Ich sehe die... oh Gott, die ist hinter mir! Aber wo? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht! Was ist das? Ich gehe mal runter, vielleicht sehe ich sie dann besser. Was? Alter, was? Die wollen mich krabbeln! Hier ist ein... Was? Alter, gib mich! Gib mich! Alter, hier ist ja sowas von creepy, Alter! Alter, ich sabber mich hier noch voll. Hi! Hilfe! Lass mich los! Lass mein Bein los! Man kann ihn in den Ausschnitt gucken. Alter, was ist das? Ich weiß nicht, was mit dir ist. Die klatscht doch gleich wieder auf mich. Ich wollte gerade noch fragen, ob der Lisch noch da ist. Boah, das ist der perfekte Geist für dich, Liz. Das hat doch vorhin Evelyn in meinem Wrestling-Spiel gemacht. Daher kommt dieser Wrestling-Move. Was? Was? Bitte was? Boah, dieser Geist. Ich fand die amüsant und dann auf einmal war sie weg und kam von... Aber ich glaube... Warte mal, schauen wir uns mal Fotos von der an. Das sind doch hübsche Fotos geworden, oder? Nein, das ist sie nicht. Da. Da krabbelt sie noch so. Ih, hallo. Hallo. Und dann kam sie so auf mich zugekrabbelt.
die ihn wirklich danach ausdrücken. Gebrochene Frau! Ich glaube, die ist gebrochen. Aber erstmal die Kamera wieder auf. Komm, stellen wir auf 7. Dann unendlich. Also hast recht, die ist kaputt. Die ist gebrochen. So. Geht nichts mehr. Nein! Nein! Hätte nur noch gefehlt, dass der Spruch jetzt gekommen wäre, hat's wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist. Ah, der Spruch hat gefehlt. Warte mal, hab ich schon oder hab ich noch nicht? Nein, nur noch nicht. Komm, wir hören uns das mal an. Was die Gebrochene uns zu sagen hat. Liz, hast du Bock, das Spiel auch mal zu spielen? Macht voll Spaß. Ich hab den Spaß meines Lebens. Spaß. Spaß. Aber wie gesagt, ich feiere das Fatal Frame in Smash ist. Das heißt, dass die Serie nämlich noch nicht tot ist. Ja genau, zum Beispiel Treppen runterfallen ist nicht cool. Danach ist man gebrochen. Klatsch. Wie das Video aussah. Whee! Ich glaube, ich hatte Spaß dabei. Vom Gesichtsausdruck sah das sehr zufrieden aus. Oh, wir haben viele lustige Geister hier. Okay, wir müssen jetzt noch nach da, ne? Also, das andere Kind ist nach da geflohen. Ich hoffe. Habe ich schon gespeichert? Ach, wenn nicht, dann speichere ich nochmal. Oh, das ist so gut. Oh, da fällt mir. Ich muss noch Animes schauen. Ach ja, morgen. Ach nee, morgen ist der Samstag. Warum denke ich wieder, wir haben heute Samstag? Ach ja, heute ist ja auch Samstag. Liz, diesen Sound habe ich leider nicht. Ah, es muss doch gut tun, dass du mal jemand anderen leiden siehst, oder? Das Lustige daran ist nur, ich kann darüber lachen. Ich habe meinen Spaß, wenn ich mich nie erschrecken würde oder gruseln würde, wäre es irgendwie. Nein! Nö! Evelyn! Vergessen, ja. Bist du wieder oben? So, aber ich finde die Kleine irgendwie niedlich. Ich finde ja alles irgendwie niedlich, was mich töten will. Würde ich auch adoptieren.
wenn schon tot wäre. Okay, das war die falsche. Wo ist dann die richtige? Du musst es nicht tun, wenn du es nicht willst. Dich zwingt. Du musst es nicht tun. Du musst es nicht tun. Du bist doch eh fake. Oh, du bist kein Fake? Du warst kein Fake? Wieso warst du kein Fake? Du hast Teleportations-Jutsus drauf? Liz, erinnere dich an das Versprechen, was du mir gegeben hast. Wenn Fatal Frame 6 kommt für die Switch, musst du spielen. Und wenn du es dir nicht selbst holst, kaufe ich es für dich. Oder ich spiele es durch und schicke es dir dann. Aber spielen wirst du Fatal Frame 6 auf jeden Fall. Und nach dem Leak, was Nintendo ja gemacht hat mit Fatal Frame als Trophäe für Smash, ist die Wahrscheinlichkeit sogar gestiegen, dass es ein Fatal Frame 6 geben wird. Hier geht's hoch? Hier will aber nicht hoch. Nee? Nee, hoch ist scheiße. Warte. Ich bin doch nicht bescheuert und nimm den guten Feld. Scheiße, ich hab's verpasst. Okay. Nein, es ist wieder da. Festgenagelter Mann. Den hat wohl jemand genagt. Okay, ich sag nichts. Nein. 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 Sorry. Nein. Böse Gedanken. Alter, wenn das Ding jetzt auf einmal lebendig werden würde. In sich zusammenfallen ist auch okay. Den hat wohl jemand festgenagelt. Ja. Wer hat das gesagt? Boah, was ich jetzt auch als Sound geil fände, es muss ja nicht mal ein lauter Sound sein, aber so als Horror-Sound, dass man wirklich richtig Gänsehaut bekommt, das ist ja auch schon ein richtig geiler Effekt, so ein richtig leises Flüstern im Ohr. Und wenn du ein Horrorspiel spielst, wo sowieso immer ständig geflüstert wird, da wirst du wahnsinnig. Da wirst du wahnsinnig. Ich glaube, so ein flüsterndes Etwas, so eine flüsternde Stimme, ist weitaus schlimmer als ein Schrei.
Und irgendwann bin ich dann wie Randy Orton und sage, I hear voices in my head. War ich da schon? Wir suchen doch den Arm, oder? Aber wir haben den Arm noch nicht, ne? Das ist wie bei Dead Space dann. Die Stimmen, die Liz gehört haben, die waren wohl so leise, dass man die echt nicht gehört hat, ne? Nur Liz hat die richtig gut gehört. Ja, schön, Hand high. High five. Happy Feet, was? Katzel, alles okay? So, ach so, ja, mit Pinguin, stimmt. Ich habe den Film leider nicht gesehen. Lecker Pinguine. So, okay. Also hier irgendwo muss ich irgendwo hinkommen. Warum ist hier alles verschlossen, wo man hin will? Da liegt doch eine Puppe. Ist das nicht der Arm oder sonst was, was ich gebrauchen kann? Kann mir nicht einer eine helfende Hand reichen? Die Puppe, über die das Tuch, der vorher ein Tuch lag, wurde in Stücke geschlagen. Die äußerste wurde durch Brandflecken entstellt. Was ist hier nur geschehen? Alles normal, eigentlich gut. Ich vergesse auch jedes Mal nach einer bestimmten Zeit die Aufnahme zu stoppen oder da zu starten. Ich gehe mal da lang. Ich glaube, das Mädchen wollte, dass ich da lang gehe. Verwandelte sich gerade in rotes Licht. Das Licht von blau zu rot. Da, jetzt kämpfe ich gegen die schon wieder. Ist das euer Ernst? Wo das Mädchen verschwand, liegt ein Tagebuch auf dem Boden. Offenbar ist es das Puppenmacher-Tagebuch. Nun, da meine Tochter Akane eine Verbliebene ist, habe ich beschlossen, eine Puppe für sie zu machen, die aussieht wie ihre Schwester Asami. Akane leidet seit der Zeremonie so sehr, es ist, als habe sie gar keine Gefühle mehr. Ich werde ihr eine Puppe machen, die von einem Menschen nicht zu unterscheiden ist, selbst wenn man beide nebeneinander betrachtet. Akane weicht nicht von Asamis Seite. Sie hat sogar angefangen, mit ihr zu sprechen. Ich weiß nicht, was ich sagen
und was sie sagt, aber ich glaube, sie erhält ein Stück ihrer Seele zurück. Wenn diese Zeremonie nicht gewesen wäre, dann wäre aus Asami nie ein Schmetterling geworden. Und Akane hätte nie ihre Seele verloren. Also das sind andere Zwillinge. Okay, ich habe mich geirrt. Ja, würdest du mal... Kamera? Was wird das? Der Puppenkopf und die Arme. Vielleicht gehören sie zu der unfertigen Puppe in den Raum mit der verzierten Anrichte. Vielleicht geschieht ja etwas, wenn ich die fehlenden Teile der Puppe wieder anbringe. Habe ich voll Bock drauf. Echt, habe ich voll Bock drauf. Wo ist denn der Raum? Der ist doch in der Nähe, ne? Ja, genau. Das ist Uhrenraum. Zimmer der Zwilling. Puppenraum. Okay. Einmal geradeaus und dann rechts und geradeaus. Wir werden bestimmt nochmal die Mädels treffen. Asami und Akane sind beide zu Puppen geworden. Obwohl eine ist eine Puppe und die andere ist nur ein Geist. Habe ich das richtig verstanden? Gott, ey, wie ich diesen Raum hasse. Wie ich diesen Raum abgrundtief hasse. Ich habe vergessen zu speichern, egal. Wie ich diesen Raum hasse. Oh Gott. Die Puppenteile zu ersetzen hat nichts gebracht. Aber dem zerrissenen Bauplan zufolge wird ein Mechanismus aktiviert, wenn die Puppen ganz sind. Bestimmt fehlt mir noch etwas. Ihre Seele! Eventuell finde ich in dem Zimmer, in dem der Bauplan war, etwas, was mir hier weiterhilft. Ich fühle mich gerade unwohl mit den Puppen in einem Raum. Alter, wenn jetzt eine Puppe nach mir schnappt oder so, ihr habt mich hier liegen. Das Zimmer ist mit kindergroßen Puppen ausgeschmückt. Hinter den Puppen ist eine große Kiste mit zwei Knöpfen, auf denen Familienwappen eingraviert sind. Auf die Knöpfe zu drücken scheint keine Wirkung zu haben. Wow. Hast du mich gerade angeguckt? Nee, ne? Ich werde paranoid. Ja, ich weiß, ich muss das mit den Punkten erhöhen. Oder die Punkte, die... Bald darf ich wieder. Killer freut sich schon. Hinweis darauf finden würde, wie der Mechanismus in Gang gesetzt wird. Mit einem Foto? Ich kann ja nicht weitere mitnehmen. Oh ja, Killer, ich weiß, ich weiß.
ich finde gut, dass die Sounds was kosten. Ich werde wahrscheinlich es auch noch ändern, dass verschiedene Sounds weniger kosten wahrscheinlich. Ich muss da nochmal. Am besten mit mich mal mit Liz beraten, wie sie das macht. Bei ihr ist es halt so, dass man wirklich fast nur Punkte kriegt und die Punkte gar nicht weniger werden. Und ich will ja, dass man, wenn man Punkte ausgibt, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat was ausgegeben. Und nicht eine Minute später, man hat die ganzen Punkte wieder drin. Ich wollte eigentlich wirklich nur noch dieses Kapitel zu Ende spielen. So, ich verlasse mal den Raum. Vielleicht geht dann ein Mechanismus los. Oder sind die Puppen hier der Mechanismus? Es passiert nichts, wenn ich rausgehen will. Okay. Kerzenlicht fällt auf die staubbedeckten Puppen. Dieser Raum wirkt, als diene er einem besonderen Zweck. Ja, mich zu ärgern! Warum hat das keine Wirkung, auf die Knöpfe zu drücken? Das ist aber ein Mechanismus. Aber wie? Sonst ist hier doch nichts. Übersehe ich was? Hat einer von euch eine Idee? Oh, das tut weh. Ah, mein Bein. Ich wollte kein Foto schießen. Ich glaube, ich muss mal in den Notizen gucken. Da stand auch irgendwas drin. Dokumente. Wenn du alle Teile findest und wieder zusammensetzt, sollte der Mechanismus schon wieder funktionieren. Okay, dann, ich denke mal, dann mache ich hier Schluss. Ich gehe mal eben einen Speicherpunkt suchen. Okay, der ist... Wie human sind bitte die Speicherpunkte? Die sind wirklich so dicht aneinander, dass man fast ständig speichern kann. So.
Okay. Die Fernbedienung will nicht los, will nicht ab. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Warte mal, ist noch jemand am Stream? Der Toni, der streamt doch bestimmt noch. Ja, zu dem kann ich euch schicken, genau. Ich glaube, da wollt ihr auch sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Der Screen kam gerade nicht. Ich glaube, der entweder den wurden benutzt oder du hast noch nicht die Punkte. Ah! Sorry.